Die Edeka-Stiftung startet erneut das Projekt Gemüsebeete für Kids. Bundesweit werden über 3000 Kitas mit Gemüsehochbeeten ausgestattet, in denen rund 240.000 Kinder Gemüse und Salate pflanzen werden. Ziel des Projektes ist es, Kindern spielerisch die Bedeutung gesunder Ernährung und den Wert von Lebensmitteln näher zu bringen. Ein Beispiel für das Engagement ist die Kita Villa Sonnenschein in Rago, die seit etwa 4 Jahren an dem Projekt teilnimmt. Partner ist der Marktkauf Lübben, dessen Marktleiter Frank Hensch am 8. Mai beim Pflanztag vor Ort war und die Kinder unterstützte. Heute sind wir in der Kindertagesstätte Villa Sonnenschein in Rago unterwegs. Hier begleiten wir seit Jahren das Projekt Gemüsebeete für Kids. Heute ist Anpflanztag und die Kinder können im Laufe des Jahres die Pflanzen selber pflegen, sie gießen und natürlich auch das Ergebnis ihrer Arbeit ernten und auch selbst verzehren. Wir finden das toll, es ist ein Projekt der Edeka Stiftung Hamburg. Natürlich kann sich jeder Kindergarten dafür bewerben, also wer Lust hat, nur zu. Direktes Erleben ist der nachhaltigste Weg zu lernen. Die Kinder erfahren, wie aufwendig Gemüseanbau ist und wie wertvoll unsere Lebensmittel sind. Unsere Kita arbeitet ja nach der Konzeption Leben und Lernen mit und in der Natur. Und unsere Kinder spielen viel in der Natur draußen. Die können mit Naturmaterial hier draußen bauen. Und dann ist uns ganz wichtig, dass die Kinder auch mal sehen, wo kommt denn das Gemüse her? Dass wir nicht nur in den Supermarkt gehen und das dort kaufen können, sondern wie wächst das Gemüse, was muss man dafür tun, dass die Licht und Wasser brauchen. Und das ist so unser Anliegen. Deswegen starten wir immer diese Aktion mit dem Gemüsebeet. Seit 2008 fördert die Edeka Stiftung mit diesem Projekt die Ernährungsbildung. Unterstützt werden die Kinder dabei von 1350 Edeka Kaufleuten vor Ort. Interessierte Kitas können sich noch bis zum 30. Juni 2024 für das kommende Jahr bewerben.